Also Mützen sind und waren nie mein Ding, aber im Winter sind sie ja total unverzichtbar. Doch welche Mütze passt auf welchen Kopf? Diese Frage kam von Heidi, die unserem Kanal schon länger folgt. Und da das Thema durchaus aktuell und sehr umfangreich ist, gibt es gleich ein erstes Video dazu. Und ich lege direkt los. Denn bei der Auswahl der wärmenden Kopfbedeckung kann man ordentlich daneben liegen. Und da mir jetzt auch ordentlich warm wird, kommt das Ding jetzt mal an die Seite. Klar, so eine Mütze muss vor allen Dingen eins können. Sie muss warm halten. Das ist einmal die Grundvoraussetzung. Aber wenn es schon so viel Auswahl gibt, dann kannst du ja eigentlich auch gleich das wählen, was am besten zu dir passt, oder? Deshalb im Folgenden drei wichtige Empfehlungen. Achte als erstes mal auf die Profilansicht deines Kopfes. Hast du das je schon mal gemacht? Tatsächlich von der Seite schauen, denn dieser Aspekt wird ganz oft übersehen. Wie ist dein Hinterkopf eigentlich? Ist der gerundet, so wie in den Skizzen dargestellt, oder geht er eher etwas flacher runter sozusagen? Du kannst das nämlich auch fühlen, indem du dir einfach mal selber über dein Köpfchen streichst, über deinen Hinterkopf. Und da einfach schaust, wie fühlt sich das an? Du spürst es direkt, ob es flach oder gerundet ist. Dann achte auch darauf, wie stimmen die Proportionen von deinem Hinterkopf zur Größe deiner Gesichtsfläche? Wie passt das zusammen? Du siehst hier in den Skizzen, ist es natürlich sehr perfekt ausgeglichen. Oft sind Köpfe nämlich im oberen Bereich ganz flach und wenn die Nase zum Beispiel größer ist, dann stimmen die Proportionen nicht. Und das kann man mit einer Mütze übrigens super gut ausgleichen. Dazu komme ich jetzt gleich. Denn wenn du darauf dann bewusst achtest, kannst du deinen Hinterkopf natürlich auch optisch auffüllen und einen schönen Ausgleich zu deinem Gesicht herstellen. Und das geht ganz einfach, indem du zum Beispiel bei einer Mütze einen Bommel nimmst, ne, weil dadurch baust du ja hinten quasi was dran. Ein bisschen voluminöseres Material. Hier ist zum Beispiel auch noch Fell dran oder so ein Fellimitat dran. Ne, so kannst du halt ganz vieles ausgleichen. Oder wenn du wiederher etwas längere Haare hast und du dir da so einen Knoten machst, dann kannst du natürlich mit deiner natürlichen Haarfülle ganz toll unterpolstern. Meine Kollegin Tina, die hat hier auch eine interessante Variante gewählt. Die hat nämlich total dickes Haar und die lässt einfach das Ganze aus der Mütze heraushängen und damit macht sie ihren Kopf dann natürlich auch nicht zu groß. Also schau dich einfach mit verschiedenen Mützenvarianten an und du wirst sehr schnell sehr viel mehr sehen. Punkt Nummer zwei, die Kopfgröße im Vergleich zu deinem gesamten Körper. Also jetzt mal quasi auch vor den Ganzkörperstellen. Wie wirkt der Kopf im Vergleich zu deinem ganzen Körper? Ist er eher größer, ist er kleiner, oder wirkt das Ganze ausgeglichen? So als Fun Fact nebenbei zur Info, der Kopf passt ungefähr 8-mal in deine Körperlänge. Mess mal nach, stimmt in der Regel. Die Konsequenzen eines kleinen Kopfes kannst du dir sicherlich denken. Da ist wieder hier wie bei meiner Mütze Aufpolstern angesagt. Und umgekehrt natürlich so flach wie möglich gestalten. Dann hast du natürlich einen sehr guten Ausgleich. Wichtig ist aber, vergiss nicht, dass du auch eine dicke Jacke vielleicht anhast oder einen Schal, weil auch das gibt dir ja großes Volumen. Und auch wenn du kräftige Schuhe anhast, wie das Modell hier auf dem Foto zum Beispiel, dann darf die Mütze ruhig auch noch mal voluminöser sein. Na, und wenn du eben halt einen sehr großen Kopf hast oder sehr viel Haarvolumen, dann trag die Haare offen oder trag eine etwas flachere Mütze. Das funktioniert auch ziemlich gut. Da kriegt man ziemlich schnell ein Gefühl dafür. Punkt Nummer drei, die Frontalansicht deines Kopfes. Denn hier gibt es gleich viele Dinge zu beachten. Und damit du einen ganz schnellen Eindruck bekommst, ist es ganz einfach, wenn du so eine Mütze aufziehst. Moment, ich mache das nochmal. Und dann auch ins Gesicht ziehst. Was passiert eigentlich bei jedem Schritt? Bei mir wird das immer schlimmer, wenn du das runterziehst. Und da mach einfach deine Beobachtung. Ich mache mich mal entweder ordentlich. Und guck einfach mal, was du alles wahrnimmst. Du kannst natürlich auch deine Mütze mit in eine Stilberatung bringen, wenn du das mal für dich konkret wissen möchtest. Und die Liste zu unseren Corporate Color Profis findest du wie immer unten im Infofeld verlinkt. Aber jetzt lass uns mal genau das Bild der jungen Frau hier anschauen und dann kannst du das gleich auch besser auf dich übertragen. Die junge Frau trägt nämlich die Mütze sehr tief ins Gesicht gezogen.
Was passiert? Die Stirn ist weg, die Augenbrauen sind halb verdeckt. Ne? Dadurch wirkt das Gesicht ein bisschen geschlossener. Ich finde, bei ihr sieht das trotzdem gut aus. Aber du hast es vielleicht gerade bei mir gesehen, war nicht so ganz so toll, weil bei mir die Augen sehr viel enger stehen zum Beispiel, während bei dieser Frau die Augen sehr schön weit angeordnet sind und das gut passt. Also gehörst du auch zu den Leuten wie ich mit einem engeren Augenabstand, achte da mal besonders drauf, weil das macht die Augen in der Regel noch enger. Übrigens, wenn man eine Brille trägt, gleicht die diesen Aspekt oft aus, weil man ja auch den Außenrand der Brille sieht und sie das Ganze wieder optisch verbreitert. Also Brille ist ein ziemlich gutes Thema. Die sichtbare Gesichtsfläche des Modells ist hier sehr ausgeglichen natürlich zur Mützenfläche, das wirkt harmonisch. Und wie gesagt, das Jackenvolumen halte das mit im Aspekt oder vergleiche das mit, weil dann hast du natürlich da auch nochmal einen anderen Blick da drauf. So, noch ein Foto, in dem du deine Wahrnehmung trainieren kannst, bevor es dann an deine eigene Umsetzung geht. Bei diesem Beispiel kannst du ja einfach mal zusammenfassen, was du selbst wahrnimmst und wie es vielleicht noch besser aussehen könnte. Schreib das mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Du kannst auch was zum Material oder zur Farbe oder was auch immer du noch so wahrnimmst, was wir noch gar nicht hatten, sondern was in einem nächsten Mützenvideo dann umgesetzt wird, hineinschreiben in die Kommentare. Du kannst aber auch schon mal gerne das Video zur Schmuckfarbe schauen, denn da gibt es sehr viele Parallelen, weil der Schmuck ist ja genauso nah an deinem Gesicht wie die Mütze auf dem Kopf. Probier es aus und viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.